Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier kurz vor dem Banditenlager, würde ich sagen. So, haben wir die Banditenrüstung eigentlich an? Muss ich auch noch mal kurz schauen. Ja, aber die mittlere Banditenrüstung haben wir. Können wir dann mal reingehen. Und mal gucken, wie die da dann auf uns reagieren. Da sehe ich schon mal den einen Banditen. So. Scheiße, noch ein neuer. Auch wegen des Goldes hier war's. Gold? Ja. Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine. Aber stell dir das bloß nicht so einfach vor. Erzähl mir mehr über die Mine. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du rein bist, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Okay, wo finde ich diesen Franco? Er hängt meistens auf dem Vorplatz zum Lager rum. Stell dich bloß gut mit ihm, sonst bekommst du am Ende noch so einen Scheißjob wie ich. Okay, musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, wir sind hier am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden, niemand wird uns finden. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Ja, wie komme ich zum Lager? Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Er erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Okay, was gibt's Neues? Nee, im Moment gibt's nichts Neues. Okay, dann danke für die Info. Und wer bist du? Ich frag dir mal nicht aus. So. Ist das der Steg? Da sehe ich einen Goblin. So, das nehme ich auf jeden Fall alles mit. Nichts zu plündern. Heilkraut und Sumpfkraut, nice. Aber ich glaube eher da hinten. Ist aber auch verdammt dunkel hier. Aber immerhin kriege ich hier Punkte. Apropos Punkte, ich habe 20 Lernpunkte gerade. Die ich noch nicht verteilt habe. Warte, wie viel brauche ich für die nächste Stufe? 162.500. Also noch knapp 12.000 Punkte. Ob ich die kriege? So, lass mir raten. Das da ist Franco. Hey, was willst du hier? Willst du ins Lager? Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Also, wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager. Raman, ja, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Ja, aber ich bin neu mir. Schick mich jetzt rein. Und was, wenn ich Nein sage? Dann wirst du es eben bereuen. Dann warte ich eben noch ein bisschen. Ah, komm, ich warte noch ein bisschen. Genau. So, Bandit. Wer sind die beiden? Auch Banditen. So, Pfanne. So, erstmal alles braten, was wir haben. Wir haben ja wieder ein bisschen was. Wenn wir nicht gekommen wären. Das war keine große Sache. Ja komm, wie viel haben wir? Alter, wie viel Fleisch? Haben wir wirklich so viel Fleisch mitgenommen? Das ist ja wirklich schon Fleischbraten-ASMR.
dann, Leute. Und dann. Vor allem, wir bewegen uns auch immer weiter weg von der Pfanne. Wir hatten hier irgendwo angefangen und dann waren wir hier. So, wer ist das? Bandit. Warte mal. Der sieht aus wie Bloodwin. Ich speichere mal hier. Hey, was willst du? Ach ne, das ist Ramon. Ich kann mir vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Er will wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. Wer ist Esteban? Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Also sagt Franco, dass Taurus nach einem neuen Mann verlangt. Alles klar? Taurus? Nie gehört. Taurus? Der Taurus? Taurus? Der Taurus? Ja, der Taurus. Der Mann, der die neuen Leute anfordert. Der Mann, der entscheidet, ob und wann ein neuer Typ aus dem Sumpf ins Lager kommt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du ihn von früher kennst. Naja, ja. Pass auf, jeder kennt Taurus. Trotzdem kommst du nicht rein und ich werde ihm nichts ausrichten. Ich bin der neue Mann. Ich bin der neue Mann. Hey, versuch nicht, mich zu verarschen. Es entscheidet immer noch Franco, wer von euch ins Lager kommt. Franco hat mich geschickt. Franco hat mich geschickt. Hat er nicht. Also verschwinde, sonst breche ich dir die Knochen. Hä, hat er doch. Ich petz mal bei Franco. Franco? Hey, du. Taurus braucht einen neuen Mann. Taurus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Okay, du willst eine Chance. Du kriegst eine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Die Sumpfhaie rücken ihm zu sehr auf die Pelle. Hilf ihm, mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Wo finde ich Logan? Wo finde ich Logan? Wenn du vorm Lagereingang stehst, geh an der Felswand links entlang. Es ist ein Stück weit im Sumpf. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders. Man erzählt sich ja so. Okay, also hier irgendwo gleich links? Vor der Felswand. Meint er jetzt hier nach links? Also hier, wo der Goblin war. Hier muss ich jetzt Logan suchen. Oh, Butlerfleisch, nice. Oh, noch ein Butlerfleisch. Edgar, wie läuft's? Wie läuft's? Du willst wissen, wie es läuft? Ich sag dir, wie es läuft. Zuerst haben mich irgendwelche Piraten in stürmischer Nacht hergebracht. Mann, ich hab die ganze Nussschale vollgekotzt. Dann lässt Raven die Mine absperren, weil irgendwelche Idioten zu gierig auf das Gold sind. Und dann wird Franco Anführer der Jäger und bringt jeden um, der dagegen ist. Ich würde sagen, es läuft ziemlich mies. Wie ist Franco zum Anführer geworden? Ganz einfach. Er hat Fletcher umgelegt. Der war vorher Anführer der Jäger. Fletcher war okay. Franco verarscht uns doch alle nur. Kannst du mir was beibringen? Ich kenne mich mit Blutfliegen aus. Ich hasse diese miesen Biester noch mehr als Franco. Aber ich weiß, wie ich ihren toten Körpern die Stacheln und Flügel entreißen kann. Ja, entreißen. Außerdem weiß ich, wie man das Sekret aus dem Stachel entfernt. Wenn du willst, kann ich dir den ganzen Kram beibringen. Umsonst ist hier draußen allerdings nichts. Nee, danke. So, lass mir raten, du bist Logan? Ich höre hier Goblins. So, okay. Hey! Alter! So, jetzt reicht's mir aber auch mit denen. Da ist nichts zu holen.
So, da haben wir aber ein Sumpfhai. Feuernessel. Müssen wir auch noch mitnehmen. Krass, wie die jetzt mit, So, da vorne haben wir den nächsten. Okay, aber wir kommen schon gut gegen die an. Also bitte näher kommen, ja? Aber die sind auch richtig schnell geworden. Komm. Ja, da noch was. Was höre ich denn da? Ach, diese komischen fliegenden Zecken. Warum das für Zecken sind. So, kann ich die auch einmal looten? Da ist nichts zu holen. So, irgendwo hier war jetzt der Sumpfhai. So, dann gönne ich mir mal das bisschen Fleisch. Ach, 64 haben wir. Hat mir über 60 Fleisch gehabt und gebraten. So, komm, da kann auch ein bisschen schneller gehen. Was? Jo. Alter, was? Weg. Was ist das? Hilfe! Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Alter, das eine Ding da. Was war das denn für ein Ding? Ein Sumpfgolem. Von wo kam das denn her? Da hinten läuft er jetzt rum. Den gönne ich mir jetzt. So. Nicht zu plündern. Okay, so. Ah, nice. Nehmen wir alles mit. An dem will ich jetzt irgendwie vorbei. Warte mal, wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Map gucken. Wo muss ich genau? Muss ich in die Richtung? Ich finde das heftig, wie wir hier so am Durchkrachzeln sind. Ich glaube, ich sehe da hinten noch mal ein paar Sumpfhaie. Ja, komm her. Dich mache ich fertig. Vorne haben wir noch mehr von diesen Mücken. Ähm.
Alter, jetzt. Ja, aber die Viecher kann ich alle platt machen. Jetzt komm! Alter, jetzt. Okay, ich nehme diesmal wirklich so ein. Und noch ein paar von denen. Und dann den hier. Und speichere vielleicht nochmal ganz kurz auf die drei. Ja, komm her, Mücke. So. Dann können wir uns jetzt auf das da konzentrieren, beziehungsweise... Wir müssen ja die Sumpfreihe hier hinein ins Banditenlager. Franco will, dass ich Logan helfe, bevor er mich ins Lager schlägt. Ja, komm her. Ich habe den High Ground. So, gibt es hier noch mehr? Ja, hier ist noch einer. Ist nur die Frage, wo ist ein Logan? So, komm. Hier ist eine Höhle. Ich traue mich aber gerade nicht rein. Das Ding will mich doch verarschen hier. Ach nee, nicht schon wieder. Nein. Bin ich den losgeworden? Na, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich suchen muss. Sumpfreihe habe ich auf jeden Fall erledigt. Zumindest ein paar. Wie stark sind verdammt nochmal diese Drohnen? Diese Golems. Oh, ein rostiges Schwert. Ja, wo muss ich aber jetzt Logan suchen? Okay, vielleicht nochmal zurück. Wo war denn der Weg? Oh, Waldbeere. Und Feuerwurzel. Und noch eine Heilpflanze. Der hatte gesagt gehabt, links. Aber ich finde Logan nicht. Oder meint er dort hinten mit links? Hier ist nämlich auch ein Lager. Ah, Logan. Hey, schau an, ein neues Gesicht. Jo. Willst du nur im Weg rumstehen oder bist du gekommen, um mir zu helfen? Franco schickt mich. Er meint, du kannst Hilfe brauchen. Also, was gibt's? Die Sumpfhaie kommen mir ein bisschen zu nah. Wird Zeit, ein paar von ihnen zu erledigen. Ein paar habe ich schon. Lass uns die Sumpfhaie angreifen, komm.
Lass uns die Sumpfeier angreifen. Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du das? Ja, ich höre sie. Verstehe. Und was machen wir jetzt? Sie kommen. Sie haben Appetit auf den Happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Auf geht's. So, komm. So, das war's mit dir, du Mistvieh. So, Dunkelpilz. Nur tote Sumpfeie sind gute Sumpfeie. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das! Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Jo, kein Thema. So, ich plündere aber trotzdem einmal die Sumpfeie. Ich hoffe, das reicht, damit wir rein können ins Lager der Banditen. Also richtig rein. Oh, hier ist noch ein Kraut, noch eine Heilpflanze, nice. Und noch ein bisschen Butterfleisch. Noch eine Heilpflanze. Wer ist denn das? Miguel? Hey, du. Was machst du hier? Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Pflanzen. Ich suche Pflanzen. Das meiste Zeug, was hier wächst, lässt sich für irgendwas gebrauchen. Viele Pflanzen haben Heilwirkung und Sumpfkrautstängel kannst du rauchen. Vor meiner Zeit in der Barriere habe ich bei einem Alchemisten gearbeitet. Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Ich habe viel mit Tränken gearbeitet, die den Verstand beeinflussen. Mein Lehrmeister Ignaz hat eines Abends anstatt seinem Wein mein Experiment getrunken. Das hat ihn zeitweise unberechenbar gemacht. Und seitdem ist er etwas verwirrt. Die Magier haben mich daraufhin in die Barriere werfen lassen. Forschung an verbotenem Wissen haben sie es genannt. Woher bist du gekommen? Woher bist du gekommen? Na, denselben Weg wie du, nehme ich an. Mit den Piraten, übers Meer. Das Tal hier ist komplett abgeschieden. Über Land gibt es keine Verbindung. Genau. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Nicht viel. Ich war selber noch nicht drin. Nur Ravens Leute waren von Anfang an dabei. Alle anderen, die später kamen, so wie ich, müssen warten, bis neue Leute angefordert werden. Wann werden neue Leute angefordert? Wann werden neue Leute angefordert? Na, wenn drin welche fehlen. Wenn sich ein Butler von einem Minecrawler fressen lässt, wird einer von uns reingelassen. Manchmal bringen sie sich auch gegenseitig um. Aber das ist in letzter Zeit besser geworden. Raven hat den Zugang zur Mine irgendwie geregelt, sodass nicht alle gleichzeitig reinkommen. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. War ja noch nie drin. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Na, keine Zeit. Ich bin hier, um an Gold zu kommen. Und solange ich nicht ins Lager komme, verdiene ich mir eben was mit meinen Kräutern. Aber wenn du ein paar Tränke brauchst, ich habe noch welche dabei. Handeln? Lass uns handeln. Hier hat er... Ich gönne mir die mal alle. Und ich gebe ihm dafür... Was habe ich, was ich nicht brauche? Hier die Krallen, Stachel, die Flügel. Das brauche ich noch. Erz behalte ich. Ein Blutkelch. Eine silberne Schale kann ich ihm abgeben. Zähne eines Sumpfeis. Letzten Gletscherquarz, Schwefel. Ach komm, die Stängel Sumpfkraut darf er haben. Ich weiß nicht, wofür geweihtes Wasser gut ist, aber das behalte ich mal. So, dann gehen wir jetzt mal zu Franco. Sagen ihm Bescheid, dass wir das hier erledigt haben. So, Franco. Ich habe Logan geholfen. Okay, du hast gegen die Sumpfhaie gekämpft. Du bist zu gebrauchen, zumindest mehr als die meisten Typen hier. Also kann ich jetzt ins Lager? Pass auf.
Es gibt nur noch eine Sache, für die ich dich brauche. Vor ein paar Tagen habe ich Edgar in den Sumpf geschickt. Er sollte mir eine alte Steintafel besorgen. Aber seitdem hat er sich nicht mehr blicken lassen. Sieh nach, was er treibt, und bring mir diese verdammte Steintafel. Hm. Ich weiß, wo ich ihn finde. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Wir waren ja gerade bei ihm. Ich werde mich da nicht anmischen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ach komm, wir gehen hier über die Brücke. Ich will nicht durchs Wasser laufen. So, Edgar, wir kommen. Ich will ins Lager. Oh, noch ein Heilkraut. Komm, das nehmen wir mit. Franco schickt mich wegen dieser Steintafel. Franco schickt mich wegen dieser Steintafel. Hast du sie gefunden? Mann, ich habe sie nicht mal gesucht. Alles, was ich weiß, ist, sie soll in diesem alten Gebäude tief im Sumpf liegen. Und meine innere Stimme sagt mir, Edgar, halt dich fern von alten Gebäuden, die tief im Sumpf liegen. Ich werde meinen Arsch bestimmt nicht für diesen Penner Franco riskieren. Wo ist dieses alte Gebäude noch gleich? Wo ist dieses alte Gebäude noch gleich? Geh einfach links an dem großen Felsen hier vorbei. Nach einer Weile kommst du zu einem weiteren großen Felsen. Da musst du dann links oder rechts dran vorbei. Ich weiß es nicht mehr, das ist schon zu lange her. Aber die Ruine soll auf einer Art Anhöhe liegen. Ziemlich versteckt zwischen Pflanzen. Vielleicht hast du Glück und du findest sie nicht. War schön, dich gekannt zu haben. Ich glaube, ich weiß, was er meint, wo er meint. Da waren wir ja vorhin. Ich hoffe nur, diesen Golem begegnen wir jetzt nicht noch einmal. Oh. So, komm. So, alle erledigt. Ja, was war da? Krauttabak. Was sind jetzt Krauttabak? Also Tabak auf jeden Fall, aber was sind das denn jetzt für eine neue Pflanze? Oh, hier ist ein Fisch. Wo kommt der Fisch her? Also hier muss das sein. Eine Rune. Wir haben eine neue Rune gefunden. Teleport zum Großbauern. Teleport zum Kloster, zur Burg, zu Xardas, zur Taverne, zur Hafenstadt. Zum passenden Mintal, passend Korinnes. Ich glaube, das sind die Runen, die wir jetzt gefunden haben. Kann das sein? Ach, hier links. Jo. Komm erstmal beide hier an. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, okay. Drei magische Kreise zu wenig. Ein magischen Kreis zu wenig. Hm. Aber warte, wir haben hier, wir haben hier was Zauber angeht. Und dann würde ich sagen, darunter gehen wir mal in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.